Mit Aktien können Anleger unternehmerische Chancen wahrnehmen. Doch was sind Aktien eigentlich? Durch den Kauf einer Aktie erwerben sie Anteilsrechte an einem Unternehmen. Als Miteigentümer teilen sie dann den wirtschaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg. Im Erfolgsfall können sie an steigenden Aktienkursen und zudem an möglichen Ausschüttungen teilhaben. Denn einen Teil ihrer Gewinne können Unternehmen als sogenannte Dividende an die Aktionäre auszahlen. Der Aktienkurs wird durch Angebote und Nachfrage bestimmt. Wirtschaftet ein Unternehmen erfolgreich und bietet gute Gewinnaussichten, kann sein Aktienkurs steigen. Beim Verkauf erzielen sie dann einen Gewinn. Aufgrund unternehmensspezifischer, konjunktureller oder politischer Entwicklungen können Kurse auch fallen. Ein Verkauf bringt dann Verluste mit sich. Was aber ist der faire Preis für eine Aktie? Hierfür verwenden Experten das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aussagekraft erhält das KGV aber erst durch den Vergleich mit Aktien derselben Branche und der eigenen Historie. Im Normalfall spricht man von einer günstigen Aktie, wenn ihr KGV innerhalb ihrer Branche vergleichsweise niedrig ist. Günstig bedeutet dabei nicht automatisch, dass Sie die Aktie kaufen sollten. Entscheidend ist, dass die Aktie zu Ihrer Anlagestrategie und Ihrer Risikobereitschaft passt. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sollten Sie einen Kauf in Betracht ziehen. Eine Investition in Aktien geht nicht ohne Risiko, denn Aktienkurse können stark schwanken, auch nach unten. Verluste sind also jederzeit möglich. Dafür stehen den Risiken langfristig entsprechend hohe Renditechancen gegenüber. Mehr zu Investmentthemen finden Sie auf deutschebank.de/investment oder sprechen Sie uns an. Unser Wissen in Ihren Händen. Immer und überall. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft.